Ich konstruiere hier mal ein Zahnrad mit 43 Zähnen und ein Modul von 8 mm. Das ergibt einen Teilkreis von 344 mm. Der Fußkreisdurchmesser beträgt dann 324 mm und der Kopfkreisdurchmesser 360 mm. Mit den Formeln des Skripts kann man dann zu verschiedenen Durchmessern das jeweilige Involut Alpha Y berechnen. Wir machen das hier mal mit 4 Stützstellen. Als kleinsten Durchmesser wählen wir mal den Fußkreisdurchmesser und als größten den Kopfkreisdurchmesser. Dazwischen setzen wir äquidistant 2 weitere Stützstellen. Jetzt noch schnell qualitativ 4 Kreisbögen konstruiert. Dann überschlägt man im Kopf schnell die Evolventenfunktionen. Beim letzten wird es ein bisschen schwieriger, da darf man ruhig mal den Taschenrechner zur Hilfe nehmen. So, die Winkel bewegen sich grob zwischen 0 und 2 Grad. Dieses Polardiagramm kann man nun die 4 Stützstellen einzeichnen. Wir verbinden die 4 Stützpunkte und damit ergibt sich die Flanke. Gespiegelt ergibt das den ganzen Zahn. Und hier nochmal die 4 Stützstellen in der Übersicht.